just black and white. Hey Leute, was geht ab und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit der zweiten Folge von Rivals, also Co-op Rivals. Und natürlich ist wieder am Start mein Co-Spieler Aldo. Und wir spielen auch mit seinem Team, was jetzt gerade im Hintergrund gezeigt wird. Er hat es ein bisschen verändert gehabt bis zur letzten Episode, wenn man es vergleicht mit der letzten Episode. Nicht wundern, Aldo ist ein bisschen leise in der Aufnahme. Ich habe keine Ahnung warum. Man hört ihn normalerweise eigentlich ganz in Ordnung, also ganz normal, aber irgendwie ist er in der Aufnahme komplett leise. Keine Ahnung warum. Auch in der Party sind übrigens Shane und Justin. Also Instagram und so weiter verlinke ich auch alles Twitch-Kanal wie beim letzten Mal. Und ja, dann vergesst, wenn ihr das Video feiert, lasst gerne ein Like da und vergesst auch gerne nicht zu abonnieren, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Und dann legen wir einfach mal los. Boah, der hat eine langsame Innenverteidigung, aber dafür einen ganz schnellen Sturm. Hilfe, Zaha, Werner, Martial und Adama. Mittelfeld ist okay. Ndidi ist okay. Ich kenne Rodrigo Schmutz. Ich habe keine Ahnung, wie die beiden sind. Also Ndidi habe ich ist mein stark, also stark, aber es ist nicht schnell. Ja, das weiß ich. Dass Ndidi nicht schnell ist, hätte ich mir denken können. Ich habe keine Ahnung, der hat das im Mund oder so, ich weiß nicht. Aber wenn der durchkommt. Lob, lob, lob. Lob, ja, geh rein, geh rein. Das ist eine Vorlage von Martinez einfach. Oh, war das ein Ekeltor. Hier geht der Witz so auf. Du hast den geblockt und der Rekleidung ist wieder mal Thiago Silva kam einfach nicht hoch. Da war sein Landsmann der Weg. Ja, aber trotzdem muss der reingehen, selbst mit roten Teil für dich. Wie kann er den nicht machen? Ey, leider nicht. Cool. Was ist das denn? Was ist das denn? Was passiert hier? Ja, Elfmeter. Ja, und rot. Rot, 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 rot. Rot. Just. Ganz wichtiges Ding. Ich? Dass man da nicht schneller reinlaufen kann. Bitte, 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 bitte. Nein! Ich hab gewechselt, ich hab nur nach rechts gewechselt, das war zu spät. 2,5 erwartete Tore. Hilfe, 0,4 der Gegner. Digga, was macht der, Digga? Macht der Weekend League Training oder was ist das? Wie spiele ich auf Zeit gegen meinen Gegner oder was ist das? Aber auch in der Seelenruhe. Ja, steht nur 1-0, aber Digga, der hat auch schon so ein Lack. Oh, ja, 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 und jetzt ein schönen Konter. Es ist ein Mauerspiel, es ist unfassbar. Nein, der wie kann der zweite zu ihm kommen? Ich hab keine Ahnung. Irgendwie soll der erste richtige Schuss nach gefühlt 10 Stunden. Poden setzt für Adama drüber. Was ein dreckiger Win. Was war das für ein Spiel? Einfach in der 81. Minute der erste Schuss aufs Tor von dem Gegner. Seit Minute 1 auf Zeit, obwohl der 1-0 hinten liegt. Wann haben wir es 1-0 gemacht? 8. Minute? Ja, wir haben 8. Minute oder so, warte. Ja, 8 Minuten, Mason Mount, sonst ist nichts passiert. Seitdem ist er nur auf Zeit gespielt.
Ich schwöre, der sagt jedem seiner Freunde, guck mal, ich hatte mehr Ballbesitz. Ja, kein Wunder, Digga, Junge, du hast die ganze Zeit unnötig, die ganze Zeit einfach nur die Ball irgendwo hin und her gespielt. Oh Gott. Ach, schon wieder so ein Team. Und was links? Wer ist das? Davies. 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 Ben Davies. Ah, Rüdiger, der Bastard. Rüdiger, aber Ruben Dias ist nicht so schnell. Spielt der Rüdiger als Sechser oder spielt der mit Ellen? Der spielt mit Ellen, glaube ich, auf 6. Ja, oder er spielt halt Ödegaard oder Foden auf der 6. Das gibt zwar keinen Sinn, aber du. Ich hab auch schon Bruno auf der 6 gesehen, ne? So ist es nicht. Letztes Jahr war sowieso ein behindertes FIFA, no joke. Also, was da postest du auf den Positionen sind so unwichtig gewesen letztes Jahr. Das war wieder so ein klassisches. Aber diese Chemie, 6 Chemie oder 9 war unmöglich. Noch rausgekriegt, der war so gut offen. Was ein Tor, was ein Tor. Rotter. Ne, Mount! Mason! Ich hole mir so ein Trikot von Mason Mount. So ein guter Spieler. Ellen? Ach, alles gut bei dir? Ich brauche eigentlich für Liga 5. Oh, der steht ganz alleine. Nein! Ey, das ist so frech, dass er den dritten Ball auch noch bekommt! Wellbeck, oder? Nee, sieht aus wie Wellbeck, Martial. Hilfe! Schieß. Ja, geh doch mal bitte so schön rein. Es wäre doch mal. Ich ist krank. Der Herr ist gerade übermächtig. Was? Was? Wie viel Vorsprung hat der? Hab ich mal hin. Er hat. Oh mein Gott! Guter Ball. Ja. Die kann man schalten. Ich schwör auf alles, den kann man schalten, Kapper. Ja, voll. 2-2. So ein guter Ball. So ein guter Ball. Schön ausgespielt. Nein! Er hat schon seinen Time to Shine gehabt. Geh aus dem Weg, bitte, Fernseher, bitte mach nicht den. Oh mein Gott! Da ist, glaube ich. Nein! Türke X spielt nicht. Nein! Wie hat der den gehalten? Das war gegen die Laufrichtung! Gibt es nicht, Latte, Hilfe! Jetzt kickt das Momentum rein. Ja, jetzt gehen wir es. Ja, guck das an. Na, Junge! Guck mal. Jetzt aber, komm. Mach du doch so scheiße, Junge, du hast 10.000 Schüsse gehabt! Lauf! Nein, spiel noch rüber, wirklich! Egal. Komm. Richarlison heute nicht seinen Tag, ich schwöre auf Verlehen. Warte, ich schlag das Ding lang. Oh mein Gott! Nein! Nein! Schiff ab! Alter, nein, wenn der gekommen wäre, das wäre so ein 90 Minute Ding gewesen. Er wollte diesen Unentschieden haben, weil er wusste, dass er verliert. Ja, das wäre halt nur so ein Querpass gewesen, dann wäre der drin gewesen und wäre vorbei. 2 oder so.
Ach nö. Ach Fünfer nö. Fünferkette. Ja, ach Junge. Nice. Spinazzola, Koulibaly, Skriniar, Tomori, Cuadrado, Chiesa, Rebic, Hülfe. Und dann nochmal einen Jongenkasten. Fünferkette. Auf eine Fünferkette mit diesen Monstern da hinten drinnen. Das ist ekelhaft. Das ist ja. Wir haben alle über 8 Stimmen. Ein schweres Spiel für Richarlison. Ganz, ganz schweres. Unmöglich eigentlich. Ja. Das wird ein ganz, ganz schweres Spiel für den Mann. Egal, schau, einfach mal drauf. Mason Mount. Der hat Lust. Der hat Lust heute. Nein, bitte, gegen hast du. Ey, ich bin noch einfach macht der. Ach Junge, warum geht der? Ja, wollte gerade sagen, Alter. Das ist so. Das ist der nach oben prallt vor allem. Nach oben. Normalerweise kriegen die nach vorne. Ich hätte es verstanden, wenn da einer eingestanden hätte. Aber nein, der geht nach vor oben raus. Oh, was ein Tor! Was ein Tor! So ein gutes Tor, wirklich. So ein, wenn ihr ein unrealistisches macht, dann mache ich auch reiz euch rein. Huf, Alter. Ich glaube, wir können ihn über Distanzschüsse knacken. Jawohl! Spiel gedreht! Ja, der hat sich gerade durch 4 Leute durchgebackt. Ich dachte, das geht nicht mehr. Stark, Martinez. Der wäre durch gewesen. Ey, das gibt es nicht. Wie frei. Foul. War das ein Foul? Es wird das Foul immer noch. Torwart. Warum sind das alles durch? Ja. Soll ich schießen? Flieger. Also wenn Goretzka nur Zweiter ist. Bruno? Kein Foul, ne? Danke, jawohl, der Vorteil hat noch gezählt. Macht man das, so macht man Freistoß, so macht man Freistoß und ja nicht anders, mit Sissoko einfach in Knick. Was hat er 61. Einfach nur hochgechippt und dann voll rein ins Glück. Also eigentlich glaube ich so 95 Schuss. Egal, mit Bande spielen und jetzt schießen. Ne, das kriegt er ja auch nicht mehr hin, ne? Seit der ersten Quiller. Nochmal mit Sissoko. Sissoko, neuer. Was ein Pass, was ein Pass. Lopper! Oder so. 4-2. Ja. Sissoko hat so, ist auch so auf den Geschmack gekommen nach seinem Tor. Guck dir den Bild des Sissoko durchs ganze Mittelfeld. Quittet. Das muss ich ihm gegen Liverpool aber auch sagen, ja. Ein Spiel gut und 6 schlecht. Er ist halt no joke. Also gegen Juve war der halt no joke so kacke. Maschine. Aber Junge, die haben stand 3-0 und die sagen, ja easy win, kannst du noch 2 Tore. Was war das? Ja.